Bremen 1, die Chronik. 2. März 1939. Heute vor 80 Jahren wurde der italienische Kardinal Eugenio Pacelli Papst. Pius XII. Peter Mayer-Hüsing. Er wählte die Friedenstaube mit dem Ölzweig im Schnabel zu seinem päpstlichen Wappen. Doch vor allem der Krieg prägte seine Amtszeit. Und das Verhältnis des Papstes zu Tätern und Opfern, sprich zu den Nationalsozialisten und den Juden. Wenige Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wandte sich der frisch gewählte Papst Pius XII. An die politischen Machthaber. Heute, da man befürchten muss, dass sich die fürchterliche Maschinerie des Krieges wieder in Gang setzt, wenden wir uns an die Regierungen. Sie mögen die bestehenden Gegensätze durch eine gemeinsame und loyale Vereinbarung beseitigen. Das war vatikanische Diplomatensprache, wolkig und unbestimmt. Auf keinen Fall wollte der Papst das NS-Regime zu deutlich kritisieren, um Repressionen gegen die deutschen Katholiken zu verhindern und den Staatskirchenvertrag mit Berlin nicht zu gefährden. Doch 3 Jahre später wählt Pius in seiner Weihnachtsansprache klarere Worte. Weh denen, die Hass und Streit unter den Völkern nähren. Weh denen, die ihre Macht auf Ungerechtigkeit aufbauen. Weh denen, die Schwache und Unschuldige unterdrücken und Qualen unterwerfen. Doch weiterhin nennt er die Täter nicht beim Namen. Aber als Hitler im September 1943 die Deportation der römischen Juden befiehlt, interveniert Pius XII. Persönlich. Das ist belegt. Der Jesuit und Kirchenhistoriker Peter Gumpel. Gleichzeitig hat Pius XII. Durch Priester alle religiösen Institutionen in Rom benachtigen lassen, öffnet eure Türe für alle Verfolgten, ganz im Besonderen für die Juden. Und das ist auch geschehen. Trotzdem bleibt bis heute ein Bild dieses Papstes prägend, wie ihn der Dramatiker Rolf Hochhuth 1963 in seinem Stück Der Stellvertreter gezeichnet hat. Latent antisemitisch und deutschenfreundlich bis zur Anbiederung an das NS-Regime. Wer helfen will, darf Hitler nicht provozieren. Man soll mit ihm verhandeln, soll nicht wabank mit ganz Europa spielen und womöglich Herrn Stalin zum Erben Hitlers machen. Der Streit über die Rolle Pius XII. Gegenüber Nationalsozialismus und Holocaust wird weitergehen, denn der Vatikan hat die Akten aus der Zeit von 1939 bis 1945 noch nicht freigegeben. Der Prozess seiner Seligsprechung dümpelt seit Jahrzehnten dahin. Gewählt wurde der Römer Eugenio Pacelli zum Papst heute vor 80 Jahren. As time goes by. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.